Ah, komm, da sitzt noch ein Frog. Den habe ich beim letzten Mal auch ein bisschen Panik geschoben. Ich den nicht komplett gesehen habe. So, und hier rechts sitzt noch ein Frog. Hat keiner gemerkt. Das war ganz unauffällig. Ja, bohr doch bitte noch lauter. Das reicht mir noch nicht. So, und hier ist mir vorhin aufgefallen, dass mein Mikrofon gestummt war. Also bis hierhin haben wir gespielt. Den da rechts kenne ich noch. Das Schöne bei dem ist, das zählt für mich nicht als Kill. Wir sehen ja, er baut da gerade so eine Claymore auf und wenn ich ihn erschieße, dann muss ich ihm aber einen Headshot geben. Nein. Who goes there? Niemand. Nein! Oh, schade, ich hab's versaut. Es tut mir leid. Das zählt für mich nicht als Kill. Normalerweise, wenn man ihm, während er seine Claymore da platziert, direkt einen Kopfschuss gibt und er. They must have gone separate ways here. Und er betäubt halt umfällt, dann fällt er nach vorn und fällt in seine eigene Claymore rein und explodiert. Ich glaube aber, das will ich sowieso nicht machen, weil sonst die Frogs hier irgendwie alarmiert werden. Aber trotzdem. Warte mal, wenn wir hier rechts lang gehen, ne? Dann könnten wir doch theoretisch so in so einem Schlenker nach da oben kommen. Wir versuchen es mal. Oh, das ärgert mich jetzt. Ich hätte das zu gern gezeigt, wie der einfach vorwärts umkippt und halt voll in seine eigene Claymore reinkippt. Das riecht schon wieder, dass hier irgendwo ein Frog sitzt. In der Ecke oder sowas. Aber könnte auch ein normaler Typi sein. Aber wo sind wir jetzt? Was? Ach, die Karte hat sich gedreht. Holy. Ja, Tatsache. Was markieren denn diese X? Wegsperre. Ach so. Okay. Ja, tatsächlich. Wenn wir jetzt hier rechts gehen, dann kommen wir dahin. The footprints go in different directions. Es ist schön, ich laufe sowieso alle Wege ab. Da ihn noch keiner umkippen sehen hat, sollte eigentlich auch keiner sehen, wenn ich hier hingehe, ne? Aber hier rechts kommen wir zu den beiden, oder zu dem einen Frog. Ich hoffe mal, der wird nicht noch von wem anders gedeckt. Man hört ihn noch schnarchen. Aber er hätte dann eigentlich gesehen werden müssen. Tatsache, die Frogs wachen auch wieder auf. Liegt die APG und das Dings. Aber die DSR ist tatsächlich despawned. Okay. Auch nicht, wenn ich es nochmal aufhebe und wieder hinlege? Nein. Das ist ja jetzt scheiße. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich die erst jetzt erschossen. Hier rechts ist sogar der richtige Weg, kann das sein? Und hört hier schon irgendwas? Da steht er. Also ich höre so einen Helikopter hier auf dem rechten Ohr. Genau hier. Oh, die hat auch viel gebracht.
Achso, hier wäre quasi nur der Shortcut dadurch gewesen. Genau, hier müssen wir runter. Genau, da war der Weg, der richtige Weg runter. Ich will aber irgendwie nochmal mir hier so alles angucken, Schrägstrich zeigen, wieso stehst du? Gott sei Dank in die andere Richtung. Achso, hier wäre der Weg runter gewesen, okay. Stand die vorhin auch schon da? Die hat auf jeden Fall ein DSR. Waren wir hier nicht vorhin? Ach ne, jetzt sind wir hier. Alles klar, Gott. Dann führen doch alle Wege noch zum richtigen Ziel, weil hier wollte ich mich nämlich nochmal umgeguckt haben. Weil das der Weg war, wo wir vorhin nicht lang gegangen waren. Ich dachte, ich müsste dafür jetzt nochmal einmal komplett zurück, aber muss ich scheinbar nicht. Es hörte sich an, als ob da ein Frog wieder aufwacht. Oder einen Orgasmus kriegt. Eigentlich suche ich immer noch... Hier ist es doch, genau. Dieses Easter Egg. Hier ist eine... Standbild. Ist eine Platte mit den ganzen Unterschriften und halt Handabdrücken und allen Unterschriften von den Entwicklern dieses Spiels. Und da kann man sich zum Beispiel auch drauflegen. Und dann bekommt man diese Tarnung. Die werde ich mir auch... Die Handtarnung, die werde ich mir auch speichern. Das ist jetzt so zu einem der wenigen Easter Eggs. Ah genau, das war hier der Typ mit seiner Claymore. Okay. You need to look at more than just the shape of the footprints. Don't assume you're on the right track just because the print matches the target's shoes. Take a closer look. Imagine the target actually on top of the print. Think. Is the depth of the print consistent with Naomi's weight? Does the stride, straddle and pitch match her walk? Pay attention. Don't yeah. let the hunted fool the hunter. Mhm. Halt's Maul, ich war schon da, wo wir weiter müssen. Weißt du, das war auch noch ein Anruf, den ich auf jeden Fall annehmen muss. Nach dem Motto, hey du Retard. Findest nicht mal den Ziel. Und man sollte doch zumindest einmal alles ablaufen dürfen. Ich habe kein einziges Mal auch nur auf die Fußabdrücke geguckt. War ja auch nicht nötig. Ich kenne den Weg ja. Beziehungsweise ich weiß ja, wo wir lang müssen. So. Doch, die Ladescreens muss ich noch machen. Achso, ne, weil hier eine Zwischensequenz kommt. Mein Mikrofon gerade noch mal ein bisschen leiser gemacht, damit man halt meinen Bruder, wenn man ihn von drüben hört, kaum bis weniger hört. Otacon, it's Vamp. I'm sure of it. Yeah, and they're taking Naomi away. Snipe it.
kurz an den Chat. Hört man mich noch angenehm im Vergleich zur Lautstärke? Also jetzt zum Beispiel, wenn der Helikopter da im Hintergrund ist. Jawohl. Unsere, die haben Scars. Leider ein paar Zentimeter zu weit nach rechts. We've got the go-ahead. Begin. We'll use his blood. It could get intense. Brace yourselves. Shots, all of you. Yes, sir. I'll be taking in. Take it. Naja, weißt du, der ist ja schon fast am Krepieren und die kann halt erst nochmal 8 Jahre brüllen, bevor sie sich... Okay, Geckos. Ja... Als ob man nicht gelernt hätte, dass auf Geckos schießen relativ viel bringt. That's my name, though. Meine Fresse, spring doch einfach, Mädchen. Ja, opfer dich doch mal. Jawohl. Miep, miep. Wenn ich mich auch frage, warum die Soldaten da oben im Helikopter die nicht davon abgehalten haben, ne? Als ob die so komplett dumm sind. Need a lift? Rabin. Get in already. Jawohl. Spaß an seinem Job. Thank you.
Affending. Hei. No, kein Problem. Einfach mal während der Fahrt zu da hochklettern. Mhm. Snake, I'm bringing the chopper to the other side of the market up ahead. That's as close as I can get. You've got to make it to the market somehow. Snake, fire the machine gun. Stand next to it and press the action button. Nein. Use the right stick to aim and press the attack button to fire. Sarah, your aim, Snake. Ja, also ich dabei bin. Snake, you have to open up a path. Do whatever it takes. Ich darf aber nicht tun, was. Halt's Maul jetzt. Kann ich die damit nicht treffen? Geh weg. Ich glaube, das zählt nämlich als Kill. Ja, ich wollte nämlich sagen, weil irgendwann fährst du nämlich von alleine. Ich darf die nicht töten. Ja, Geckos sind ja was anderes. Außerdem habe ich das Ding. Gut, scheinbar sind die anfälliger für einen Machine Gun als für. Stehst mir im Bild. Die Typen laufen ja rum wie Zombies. Ja, tun sie, weil sie so ein bisschen gedankenmanipuliert sind. Die verhalten sich jetzt auch wie Zombies. Wie gesagt, die klettern nur hoch und schlagen einen. Okay. Warum Zombies immer noch in der Lage sind, so ein Ding zu fahren, kann ich dir auch nicht erklären. Ach. Scheißegal, ob ich das Tor abschieße. Es geht sowieso nicht auf. Ja, ja. Mach ja was. Weil erst jetzt, wenn ich jetzt drauf schieße, erst jetzt geht's auf. Kann vorher nicht aufgehen. Get ready for some speed!
Und ein anderer Gecko. Hinter mir oder was? Oh, hi. Kein Problem, Snake bleibt da oben drauf stehen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihre Führerschaft. Ja, das sind dann Führerschein-Zombies. Weißt du, das ist Superkleber von Pritt hier, den hat Snake unter den Füßen. 35 Grad Sturm und Verfolgungsjagd auf freier Fahrt, die Frisur sitzt. Don't fall off, Bach. Ah, jetzt steigen wir auf einmal wieder ein. Als wenn wir wüssten, dass jetzt nichts mehr kommt, warum auch immer. Und einen Schluck grünen Saft nehmen. Das ist eine der geilsten Sequenzen in diesem Spiel. Na, hat sich ja gelohnt. Ja, Luke hinten ist offen. Ding liegt auf der Seite. Wir klettern natürlich vorne oben aus der Luke raus. Schade, einfach hinten rauszugehen. Erstmal was trinken. Ah, alles klar. Ja. Shit happened. Ah, ich zum Beispiel nicht verstanden. Uncool. Weil dieses MG da kann man ja leider nicht abschrauben und mitnehmen. Bei uns fangen die instant an zu ballern, den gucken die erstmal 5 Minuten an. Warum auch immer. Can you move? Erstmal auf die Fresse fliegen. Fast. Nein, sie kommt jetzt auf die Idee, die Plateauschuhe auszuziehen. Thank you.
my turn to protect you. Nachgucken. Das ist kein Auto. Das ist Luft, die da den Weg blockiert. Snake, I'm setting the chopper down at the market square. Hurry! Oh ja, die Szene wird auch lustig. Go on ahead. Ja. Geh vor. Du kannst durchlaufen und ich muss durch die Dings battlen. Alles klar. Übrigens, so wie Raiden da vorhin, das spielt man dann in Metal Gear Rising. Raiden's keeping them busy. Now's your chance to make an escape. Ja. Oh. Just ignore them, ja, die treten mich um. Hi. Ja. Ich hab fast reingetreten. Das wäre geil, wenn der mich da drüber getreten hätte. I'm sorry. I'm a little busy right now. Thank you. Yet again our paths cross. Ja, kein Problem. Bleib ich auch immer stehen. Ja, warum auch auf Vamp schießen, wenn man auch das Kabel durchschießen kann? Und warum nicht? Die Dinger wiegen ja mit sicher nur ein paar hundert Kilo. Thank you.
Na klar doch. Die sonst nichts Besseres zu tun haben, als Schwertgruppen kuscheln. Jawohl. Yes. Could you be the one to finally finish me? Jawohl. Vamp ist ohnmächtig. Er liegt da. Wir könnten ihm jetzt den Kopf abschlagen. Dann würde er nicht mehr leben. Hundertprozentig nicht mehr. Weil er keinen Kopf mehr hat. Nein, wir machen mit einem coolen Move unser Schwert weg. Und springen lieber in den Helikopter. Weil, warum auch jemanden töten, wenn man ihn mal leben lassen kann? Macht ja gar keinen Sinn. Ich sag ja. Beste Idee. Der Test war ein Failure, even with his code. As I feared, it's not pure enough. We need all of him. The PMCs we deployed have suffered brain damage. Nothing salvageable remains. Our only remaining option is to secure the original. I know that. It's only a matter of time. We're working as fast as we can to find their hiding place. I need you here too, Vamp. Beste Idee, den am Leben zu lassen. Vor allen Dingen hat er irgendwie die schnellste Weltverbindung überhaupt. Handy rausholen, aufklappen, schon ist der andere an der Leitung. Naja, dem geht's gut. Vamp, he's got to be immortal. No. He's not immortal at all. It was my design that caused his body to be like that. Huh? What do you mean? The nanomachines in his body caused his wounds to close and heal at an accelerated rate. Someone took the basic nanomachine technology I once researched and perfected it. In a sense, I'm responsible for Bam. It's one of my sins. Does your body have the same nanomachines? I brought a monster into this world. And I too. Hold him down. He's losing too much blood. Can you save him? I don't know. He needs a blood transfusion. No, an infusion of artificial blood. Ich wollte gerade sagen, wo kriegen wir denn weißes Blut her? Snake, Ryan. Naomi. Alles klar. Achso. Snake, Raiden, Europe.
Das sind die Dialoge der Neuzeit. Beendung des zweiten Aktes, totale Spielzeit, 5 Stunden 59 Minuten, also gut 6 Stunden zum Beenden des zweiten Aktes. Continuous 1, ja, ich weiß, ich bin ja immer noch einmal gestorben. 11 Alarmphasen, ein Kill? Was? Wie ein Kill? Wen soll ich denn getötet haben? Boah, ich weiß auch hundertprozentig wen. Als ich vorhin zuerst mit dem RPG auf den Gecko geschossen habe, da stand hundertprozentig ein Typ neben, der von dem RPG-Schuss gestorben ist. Ficken. Also schon mal mit keinen Killen und nicht gesehen werden wird dieses Spiel nix. Naja, egal. Wir werden trotzdem kaum noch einen töten. Also ich fange jetzt nicht an, deswegen hier die Leute wild umzuballern. Weil könnte ich eigentlich. Ich meine, dann zeige ich euch wenigstens, wie das aussieht, wenn man mal einen tötet. Dieter, du hast nicht viel verpasst. Hast nur dieses, ich schleiche durch den Bergpfad und baller die Geckos auf dem Auto ab. Verpasst. Mission Briefing. Also ab jetzt werden auch Leute getötet. Den Mark II muss ich auch nochmal zeigen. Cooking, don't you? Good for you. This is my sunny side up fortune telling. When it turns out good, it means something good is gonna happen. Oh. So that's why you don't cook them over easy. Ich will auch so eine Eieruhr haben. Die gibt's sogar. Gab's sogar. Good cooking is to keep who's going to eat it in mind. Oh. Is this your mother? Yes. She's really beautiful. You were humming. It's from the periodic table, isn't it? Was? Das weiß ich nicht. Thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium. Americium. Curium. 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 That's it. Curium. Muss ich übrigens ehrlich sagen, ich habe noch nie Spiegeleier mit Dings gemacht. Mit Deckel oben drauf. Achso, und ganz kurz off-topic, aber ja, die da eigentlich wollte ich warten. Ich habe auch ein Stündchen gewartet. Nur von. Wir haben jetzt. Ja. Ich habe 18 Uhr angefangen. Mich darum gebeten hat, das 18 Uhr anzufangen. Nur später kann ich nicht anfangen, sonst schaffe ich heute nichts mehr.
my mother. I see. Oh, it's going to burn. Oh, hold on, Flo. And there. Done. Thanks. Of course. We did a great job. Ich will die Eieruhr haben. Die ist voll geil. Kaufen wir irgendeiner so eine Gecko-Eieruhr. Ne, ist Kill. Gecko? Ja, ist ein Gecko. Wir dürfen wieder. Ich fahre diesmal so rum, dann könnt ihr oben rechts, wen es interessiert, die Videosequenz gucken. Ich halte jetzt hierbei auch diesmal die Fresse, sondern sammle und sammle, wenn es Sachen gibt, einfach nur ein. He's been performing the tasks. Two tests. The first, using the genetic code from Liquid's DNA chip. In his second attempt, he used the DNA code and biometric data extracted from Snake's blood. What's the need for the original if a substitute works just as well? Neither your genetic pattern nor Liquid's genetic pattern is a 100% match for Big Boss's. What do you mean we don't match? Speaking, there's the markers implanted during the cloning process. The mixing of my compound DNA and intentionally altered Terminator genes. Scientifically speaking, both you and Liquid are as similar to Big Boss as you could possibly be, but you're still different. Different? Yes. Any data that fails to conform to that code is treated as a foreign object and expunged, like viruses killed by white blood cells. The authentication program this IDS uses is based on the genetic identification program, one I helped develop for FoxDie. It's set up so that host commands only execute properly if the key matches perfectly. However, if the IDS suspects someone is trying to break into the system, it registers that genetic code on a blacklist. That code is then blocked and can never again be used to access the system. So, if you're going to use a substitute, you need to find a new genetic access code with each new trial. So when Liquid accessed the system in the Middle East and South America, it was only a test. I can't believe this.
Snake and Big Boss don't have the same genetic code? Strictly speaking, Snake and Liquid aren't the same either. Which is why Fox Dye only affected Liquid at Shadow Moses. And spared you. Let's put it this way. If Liquid uses Big Boss's genetic code, the original, he'll have the system completely under his control. Hold on. I thought having his code wasn't enough. You need his biometric data at the same time, don't you? That's right. And Big Boss is already dead. No. He's alive. Big Boss is alive. His body is, or rather, his cells. That's impossible. Big Boss survives as a biomort, a brain-dead shell sustained in a lab. Liquid has already left for Europe in search of Big Boss's body. Right from the start, he knew his experiment in South America wasn't going to work. Europe, huh? If Liquid obtains the body, he'll be primed to make his final move. Allowing him total control of the system. Exactly. Unless we can stop him first. Security. The Patriots. Can't believe this sort of thing still goes on. The war economy is heating up the R&D race. It's not just the PMCs either. Every corporation tethered to the military-industrial complex is losing its sense of morality. And it's us science-holics who are doing their dirty work for them, not even realizing it. Can we make Jack better? I don't know. Sunny. May I? No use. There's nothing we can do here. What do you mean? Look at this. His artificial blood needs dialysis. We don't have the proper equipment. Dialysis? Getting his wounds healed is important, too. But at this rate, he's not gonna last that long. Dialysis. Is that like what kidneys do? That's right.
Raiden's blood is an older type of artificial blood that was used by the military, called white blood. After it's been in use for a while, the blood needs to be dialyzed, filtered. Right now, he's slipping into autotoxemia. What do you mean? Eastern Europe. They have equipment that can heal me there. Where? The same place Liquid went? Dr. Magnar. He saved my life. Dr. Magnar, I've heard of him. A world-renowned cybernetics expert. Strictly underground, though. We're in luck, then. It's settled. We must head for Europe. The sooner we get there, the better. I'll call Campbell and have him get us landing clearance. Oh, Snake! Where are you going? I'm gonna be spewing out poison soon enough anyway. What's one more smoke gonna hurt? This is a no-smoking flight! Who is this? Oh, her? That's my sister. Really? I never knew you had a sister. For a moment, I thought she might have been your girlfriend. No, I don't have a... Emma was a brilliant programmer. She wrote the worm that destroyed the Arsenal Gear AI. Then... Vamp killed her. I'm so sorry. No, there's nothing for you to be sorry for. Or me. I used to be an anime otaku. Oh. So that's where Otacon comes from. I was always fascinated by sci-fi anime. That's what got me into this line of work. It's too bad reality wasn't so simple. I never even imagined that science, that my own research, could cause so much misery.
it's not like a science-holics or Satanists or anything. But even when we've got the best of intentions, we end up being used by others for evil. Dr. Emmerich, I... You see this? Sunny helped me build it. Really? Sunny helped build this? We built it using top-secret docs and patents dug up from intranets at a bunch of research labs. To tell you the truth, I think she's better at it than I am. But she's just a child. She cracked the protection on your mail. Wow. I, assumed it was you. Sunny was taken by the Patriots right after she was born. She never even met her parents. She's spent her entire childhood inside the net. That's why she has trouble speaking. Her home is in the computer. She can only see the outside from the inside. She's always in there, searching for herself, searching for her family. She's trying to find out who she is and where she's going. Searching for herself and her family. She believes she can find the answers inside a machine hooked up to the world. She spends every day inside the net, exploring. For Sunny, this is home. No, it shouldn't be like that. What? It's time you let her go outside. What are you talking about? She hasn't even been born yet. She's still in the womb. She needs to live a real life. But Sunny's never shown any interest in leaving the Nomad. Frankly, I'm worried about letting her go out there. I have a feeling she'll do just fine. You really think she'll be okay going outside? That's not what I meant. I think she's got a good handle on her science. Sorry. Go on. Huh? You were about to say something. Oh.